So, da sind wir wieder beim Drug Dealer Simulator, wo die Polizei anscheinend unsere Pflanzen gefunden hat. Ich weiß bloß nicht welche. Und unser Päckchen, das würde ich ganz schnell holen. Irgendwo da drüben. Einstecken habe ich ja nichts, ne? Okay. Dann sollten wir uns demnächst auch neue Haarklammern holen. Und uns auch vielleicht die Kanalisation noch ein bisschen genauer anschauen. Aber vielleicht auch noch nicht unbedingt jetzt gleich. So, jetzt dürfen wir auf jeden Fall nicht angehalten werden. Aber die Luft scheint gerade auch halbwegs rein zu sein. Das ist sehr gut. Und wir haben so viele Mails bekommen. Vermutlich wollen jetzt alle Dealer was. So, Kokain. Dann Ecstasy. Haben wir jetzt erstmal für eine Zeit lang ein bisschen ausgesorgt. Die Frage ist bloß, wie lang? Amphetamin. Nochmal Amphetamin. Das Gras. Meth. Nochmal Meth. Und nochmal Marihuana. So, was haben wir an Großbestellungen reinbekommen? Kriege ich hin. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Auch das bekomme ich hin. Hier gibt es Kohle. Und das bekomme ich auch hin. Was haben wir noch für Nachrichten? Ich schau mal kurz. Das haben wir erledigt. Eddie ist auch erledigt. Und alles, was wir jetzt an Geld bekommen, geben wir erstmal ab. Unser Konto schaut gerade sehr gut aus. Wenn wir das hier abgearbeitet haben, würde ich sagen, holen wir uns erstmal eine Wohnung. Also ich brauche 27 Gramm, 31 Gramm. Mach das mal ein bisschen Stück für Stück. 27 und 31 erstmal. Eins, zwei und fünf. Dann brauchen wir 17 Gramm und 40. Alter, 40 Gramm, das ist nicht gerade wenig. Dann brauchen wir zweimal 40 Gramm hiervon. Ist dann auch schon wieder fast leer. Oh oh. 18 Gramm Ecstasy. Einmal 10, einmal 5 und einmal 3. Und hiervon brauchen wir dann 220, ne? So, Maximum. Ich schätze mal, das werde ich sowieso nicht gleich alles mitnehmen können. Alter, waren da gerade Schüsse? Davon habe ich jetzt noch gar nichts. Okay, dann machen wir erst unsere Dealer. Ist wahrscheinlich besser so. So, einmal gleich hier. 40 Gramm. Ich bin froh, wenn ich den Scheiß los bin. Das wird später so dick Kohle geben. Jawohl. So, das können wir, glaube ich, noch
Einmal? Zweimal? Ich weiß es gerade nicht. Und danach gehen wir auf die Dinger hier. Bis dahin spare ich unsere Punkte. Weil so viel kriegen wir da immer nicht. Das ist jetzt aber bitte nicht die, die da direkt an der... Alter, wie offensichtlich willst du das bitte machen? So, 17 Gramm. Davon einmal. Und davon einmal. Ich meine, klar, es wird wirklich die Kohle geben. Aber wie blöd kann man sein, sich so offensichtlich dahinzustellen? So, hier ist gerade alles sicher. Vorerst. Alter, der hat mich gerade voll erschreckt. So, du kriegst 31 Gramm. Dann hier drüben haben wir gleich einen. Gramm Ecstasy. So, der Rest ist alles in die Richtung. Vier Leute noch. Sollten wir, denke ich, hinbekommen. Dann machen wir ein paar kleine Deals, so dass das reicht, dass wir hier nochmal durch den Tunnel kommen. Bei dem alten Halsabschneider. Und dann liefern wir den Rest. Also die 220 Gramm an die Verrückten da. Alter, ist hier nirgendwo Polizei? Was ist denn los? Nicht, dass ich mich beschweren möchte, echt nicht. Aber ist schon komisch. Was, wenn das ein schlechtes Zeichen ist? A, no i ten, miałem przy tym kolesiu powiedzieć, nie? So ein böses Omen sozusagen. So, 40 Gramm für dich. Dann haben wir hier jemanden. Da gibt's Kohle. Und hier gibt es nochmal Stoff. Tausendzweihundertvierzig haben wir wieder. Und schon wieder ein neuer Level. Das ging schnell. Okay, warte ich. Bis zum nächsten Level. Dann würde ich sagen, bringen wir gleich die andere große Bestellung weg. Das wird auch nochmal viel Geld geben. 120 Gramm, ich schätze mal so um die 2500 Dollar. So, das Glas machen wir praktisch leer. Einmal. Und hier noch einmal 20 Gramm. Das müssen wir jetzt bloß halbwegs sicher über die Grenze bekommen. Die verlassen aber auch echt nicht ihr Viertel. Und anfangs hat er gesagt, er bringt das Zeug über die Grenze. Der macht gar nichts. Den ganzen Stress hab ich. Und warum ist hier nirgendwo Polizei? Ich muss später mal rumlaufen und schauen, ob hier irgendwo zufälligerweise die DEA rumrennt. Ach Mist. Weil das wird echt immer teurer. Penner. Ich hasse ihn einfach. Mistkerl. So, dort rüber.
Da können wir komplett hinten rum, das ist schon ganz praktisch. Gut, haben wir das. Dann kommen wir wieder zurück. Dann muss ich wirklich langsam mal Schulden bezahlen. Ich glaube, hier haben sie Pflanzen gefunden. Das sind nicht mehr alle. Da waren, glaube ich, um die 6 Stück oder so. Ich habe gerade Funk gehört. Aber wo? 53%. Okay. Kann ich ja. Grundsätzlich kann ich damit leben. Hey, come on, stand still, please. Ich habe nichts einstecken, ne? Außer Geld. Und jetzt gehe ich über die Grenze und werde nochmal kontrolliert. Was soll denn der Blödsinn? Okay, clean. Hey, you, wait. Vor allem, es ist ja auch derselbe, weißt du? Er müsste doch wissen, dass ich vor 10 Sekunden schon nichts hatte. Das sind vermutlich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Okay, you're clear. Danke, für nix. Penner. Stand der schon immer hier? Oder ist hier irgendwas anders als sonst? Ich meine, es wurden Pflanzen gefunden, ne? Das ist halt grundsätzlich erstmal schon verdächtig. Und wer weiß, wie viele die noch finden. So, hier unten wird wieder alles voll sein. Ja, ja. Umgebung Supermarkt ist immer schwierig. Stink können wir machen. Kennel könnten wir machen. Two Towers könnten wir eigentlich auch machen. Und das soll erstmal reichen. Oder? Ach komm, scheiß drauf. Alten Marktplatz können wir machen. Nochmal Two Towers. Eastern Slums würde auch gehen. Downtown ist schon wieder schwierig. Komm, das hier machen wir jetzt erstmal. 6 Gramm Meth. Haben wir. Dann 2x2 Gramm Heroin, wovon wir sowieso so übertrieben viel haben. Dann 2 Gramm Kokain, was schon wieder fast leer ist. Und 5 Gramm insgesamt Ecstasy. Einmal 2, einmal 3. Gut, dann probieren wir hier nochmal unser Glück. Ich hoffe, dass wir bald das Geld von unseren Dealern bekommen. Da bin ich nämlich tatsächlich so ein bisschen drauf angewiesen. Alter, mein Herz. Mach doch sowas nicht. So, das Problem haben wir gelöst.
2 Gramm Ecstasy hier, bitteschön. Gramm Heroin, bitteschön. Ach, das ist da auf der anderen Seite vom Zaun. Super. Oh, das funktioniert sogar. Das ist gut. Sehr praktisch. Dann müsste man ein bisschen in die Richtung. Den würde ich zum Schluss eigentlich ganz gern machen, weil ich komme sonst so schlecht wie über den Zaun. Alter, er steht mitten auf der Straße. Wie blöd kann man denn sein? Ganz ehrlich, unvorsichtiger geht's eigentlich gar nicht. So, dann hier. Sechs Gramm F und dann kommen wir jetzt hier rüber. Zu diesem netten Herrn. Okay, ist eine Dame, Entschuldigung. Sah halt von Weitem so aus. Und hoffentlich steigt dann hier langsam unser Ruf. Ach stimmt, dem muss ich auch noch Bescheid sagen, da kriegen wir noch Geld. Das habe ich schon wieder vergessen. Vielleicht schaffen wir das noch vor der Sperrstunde. Dann würde ich vielleicht sogar noch meine Schulden zahlen können. Annähernd. Haben wir gemacht. So, habe ich gelesen. Das nehme ich sehr gerne. Eddie, was schulden wir die denn inzwischen? Warum? Ja gut, dann... Ach so, klar, weil er gerade schon auf eine Geldlieferung wartet. Natürlich. So, der Dealer, von dem wir Geld bekommen, ist direkt vor der Haustür. So, hier ist alles cool. Wie gesagt, ich habe nichts einstecken. Was soll schon passieren? 2.500. Da kriege ich fast so viel wie von unseren neuen Kumpanen. You there. Come here for a moment. Ja. Don't try anything stupid. Nee, ich doch nicht. Kennst mich doch. Alright. Dankeschön. Und dann will ich ja, wie gesagt, auch endlich die Wohnung holen. Und zwar wieder direkt die bei dem anderen Eingang vom Tunnel, um uns den Transport so ein bisschen leichter zu machen. Guten Abend, hallo. Einfach immer freundlich sein, dann machen die auch nichts. Tag. So. Dann schmeißen wir das Geld hier wieder kurz raus. Da werden so viele Koffer bald liegen. So, 7.000 haben wir jetzt einstecken. Das wird vermutlich nicht wirklich reichen, um unsere Schulden zu bezahlen. Aber auf jeden Fall... Ach komm, scheiß drauf. Auf jeden Fall können wir mal wieder was bestellen damit. Und das ist ja besser als gar nichts. El horario policial empezará en 60 minutos. Por su propia seguridad, ja, ich verlaufe mich hier ständig. Deben dirigirse a sus alojamientos. Las personas que se encuentren dentro de las áreas públicas durante el horario policial pueden Внимание, внимание. Внимание, внимание.
So. Всем гостям, гражданам. Комендантский час начнется через 60 минут. Komm, ich will nach Hause. Mach ihn jetzt. Комендантский час начнется через 60 минут. Also nicht direkt nach Hause, aber gleich. Stop. Ja, komm, mach hinne. Nein, außer ein Haufen Geld. Ah, versteht sich, ne? Wenn ein Schein fehlt, fällt vielleicht nicht auf. Danke für nix. So, mein lieber Freund Eddie. 41 Minuten haben wir noch. Das müsste reichen. Wir haben ihm alles gegeben. Fragt sich nur, wie viel schulden wir ihm noch? Ich weiß, ich muss das nicht gleich zahlen. Ich kann da auch ein bisschen angeschrieben lassen. Aber das mag ich nicht. Ich mag das ja schon nicht, das so Stück für Stück zu zahlen. Ich will eigentlich immer gleich alles auf einmal. Und dafür dann große Bestellungen machen. So, die Sache an. Wie viel ist es noch? Nicht mal 4000, das geht ja. Würde ich sagen, machen wir morgen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und ciao, ciao.